Moin moin liebe Wasserfreunde und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin ja Wahlheimat-Berliner sozusagen. Und trotz dessen, dass ich in Berlin wohne, das im schönen Brandenburg ja gelegen ist, wie man weiß, kenne ich mich mit den Brandenburger Gewässern bisher überhaupt nicht aus. Das liegt sicherlich auch ein bisschen daran, dass ich in Mecklenburg zu Hause bin, also da ist meine Geburtsheimat. Und demzufolge habe ich auch immer gute Möglichkeiten von meinen Eltern aus, die Mecklenburger Gewässer zu erkunden, die natürlich der Knaller sind. Trotzdem wird es jetzt mal Zeit, dass ich Brandenburg ein bisschen näher kennenlerne, weil Brandenburg hat auch einiges zu bieten, hat richtig Potenzial. Und deswegen geht es in diesem Video darum, wie ich mich den Brandenburger Gewässern nähere, also wie ich die kennenlerne und für mich erschließe. Und dazu habe ich mir zwei sehr schöne Seen ausgesucht im Umkreis von Berlin, also eher im weiteren Umkreis von Berlin. Und das sind zwei Gewässer, die könnten unterschiedlicher eigentlich nicht sein. Dazu komme ich später nochmal. Jetzt geht es erstmal darum, wie ich mich diesen Gewässern nähere. Und da möchte ich zeigen, dass man quasi mit diesen zwei unterschiedlichen Gewässern nicht nach Schema F verfahren kann. Und da ist man gleich, also da bin ich gleich beim Kern der Aussage. Ich gehe hier da sozusagen nach den drei Fs vor. Das erste F ist erstmal die Fische finden. Das zweite F ist die Fische dann füttern. Und das dritte ist dann hoffentlich die Fische fangen. Also fangen wir erstmal mit dem ersten F an. Die Fische finden. Das wichtigste Instrument zum Fische finden bleiben auf jeden Fall die eigenen Sinnesorgane. Primär auf jeden Fall die Augen. Ich gucke mir einfach erstmal das Gewässer an und sehe hier schon, dass es hier mehrere Seerosenfelder gibt, die auf jeden Fall sehr interessant wirken. Und ich sehe, dass der Wind hier schön reindrückt gerade in die Bucht. Das ist auch perfekt. Es gibt aber noch zwei weitere Instrumente, mit denen ich den Fischen näher auf die Schliche kommen kann. Das ist zum ersten meine Lotmontage. Die kennt ihr sicherlich auch aus anderen Filmen. Ich binde einfach ans Ende der Hauptschnur einen Marker mit einer Perle als Knotenschutz und auf einem Seitenarm, der auf einem ganz normal ein Wirbel läuft, mit einer möglichst steifen Monofilen mein Blei, um das Ganze runterzuziehen. Dann liegt das Ganze so unten am Grund und wenn ich jetzt Schnur gebe, steigt der Marker nach oben, das Blei bleibt unten liegen und mit der Markierung, wenn ich die Schnur hier abziehe, weiß ich, bis zu diesem weißen Strich ist ein halber Meter, zähle einfach, wie oft ich abgezogen habe und weiß, welche Tiefe ich habe. Hose da hinten aufgetaucht. Ich habe 13 mal abgezogen, 13 mal 50 cm sind 6,5 Meter Tiefe. Durchs Loten, wie ich es euch eben gezeigt habe, kann man natürlich nur begrenzt Erfahrung machen darüber, wie die Bucht jetzt hier aussieht. Ich weiß jetzt erstmal grob, wo die Kanten sind. Und die tauche ich jetzt ab, direkt mit meiner Maske und dem Schnorchel, weil der See ist sehr klar. Das ist diese Besonderheit dieses ersten Sees. Und versuche jetzt direkt mir einen Eindruck davon zu verschaffen, was da noch im Wasser abgeht. Liegen irgendwo Bäume? Wie ist der Grund? Ich tauche auch mal runter und taste den Grund ab. Und ich gucke natürlich primär nach Fraßlöchern. Wenn ich Fraßlöcher jetzt finde, dann habe ich einen Indiz dafür, wo die Karpfen tatsächlich fressen. Und wenn ich wirklich Fraßlöcher finde, dann werde ich auf den Fraßlöchern füttern und dann ist der Sieg eigentlich schon gemacht.
hatte, hat der Tauchgang nochmal richtig Aufschluss über diese Bucht gegeben. Ich habe jetzt Sachen erfahren, die ich durchs Loten allein nicht erfahren hätte. Und zwar weiß ich jetzt zum Beispiel, dass hier an der Kante doch noch sehr viel Kraut ist, was ich nicht gedacht hätte. In der Mitte ist die Bucht sandig, aber hier hinter den Seerosen fangen doch noch große Krautfelder an. Das heißt, ich habe zwei Stellen ausgemacht, an denen ich jetzt füttern werde, auf denen ich dann später auch angeln werde. Die eine Stelle ist der absolute Knaller, das ist das Schilffeld dahinter mir, da läuft so eine Schilfspitze zu. Und unterhalb der Schilfspitze habe ich tatsächlich Fraßlöcher entdeckt. Da werde ich natürlich einen Spot anlegen. Und ich habe noch ein krautfreies Eckchen da hinten an dem einen Seerosenfeld gefunden. Da werde ich auch mein Futter ausbringen. Genau. Also Punkt 1 an diesem See ist beendet, das Finden. Ich habe meine zwei Stellen gefunden. Ihr wisst jetzt, wie ich es gemacht habe. Jetzt kommen wir zum Punkt 2. Füttern. Jetzt geht es erstmal ans Füttern. Da habe ich mir für diesen See jetzt überlegt. Das ist ein 130 Hektar großes Gewässer. Das heißt, hier muss eine Menge Futter rein, um erstmal Aufmerksamkeit zu erregen. Deswegen habe ich jetzt hier für den ersten Tag 8 Kilo Mais und etwas Hanf vorgefüttert. Hanf gibt dem Ganzen die ölige Komponente. Der Mais bringt die Kohlenhydrate und die Boilies, die ich noch dazugeben werde, sind dann sozusagen für die Proteine zuständig. Damit hat der Karpfen an meinen Spots eine perfekte runde Futterkomponente, kriegt alles, was er braucht zum Leben. Genau, und weil dieses Gewässer so groß ist, fütter ich jetzt erstmal um die Spots rum sehr weiträumig. Das heißt, ich werde jetzt schätzungsweise 30 Quadratmeter um die Spots rum das Futter verteilen, damit die Fische aufmerksam werden. Und ich werde von Futter-Session zu Futter-Session den Spot immer kleiner machen, so dass ich dann in einer Woche, wenn ich hier fische, nur noch einen Spot von 10 Quadratmeter circa habe oder noch weniger, so dass die Fische dann auch meinen Hakenköder möglichst schnell finden. Das ist die Taktik für dieses Gewässer. Das ist das Spezielle, was ich mir für dieses Gewässer ausgedacht habe. Jetzt geht's rein mit dem Futter und dann bin ich für hier heute erstmal fertig. Nachdem ich jetzt das erste Gewässer soweit versorgt habe, meine Stellen entdeckt und angefüttert habe, widme ich mich jetzt dem zweiten Gewässer. Hier geht es natürlich auch wieder mit dem ersten F los, dem Finden der Fische. Hier muss ich ganz anders vorgehen als beim ersten Gewässer. Hier verlasse ich mich viel mehr auf meine Markerroute und auf meine Augen von Land. Das liegt daran, dass das Gewässer viel brauner ist als der erste See, also nicht so klar. Das heißt, ich würde hier gar nicht mit der Taucherbrille zu den nötigen Informationen kommen, die ich brauche. Ich muss jetzt meine Informationen von Land aus sammeln. Ich suche jetzt nach Stellen, die möglichst nicht schlammig sind und suche natürlich nach Hindernissen. In diesem See gibt es total viel Totholz und ich muss mir natürlich Gedanken machen, nicht nur wo sind die Fische, sondern auch kriege ich den Fisch, wenn ich einen an die Angel kriege, auch sicher gelandet von dem Spot, an dem ich angeln will. Um den ganzen See rum liegen lauter Bäume im Wasser. Teilweise, schätze ich, bis zu 10 Meter ragen die in die Wasserfläche rein. Deswegen muss ich versuchen, möglichst in der Mitte des Sees Spots ausfindig zu machen. Am Rand sehe ich da jetzt nicht so die Chance. Das wird extrem schwierig. Genau, also muss ich mich jetzt von Land aus auf meine Sinne verlassen, was hier auch ganz gut geht, weil dieses Gewässer hat auch nur 10 Hektar. Das wird mich nachher auch beim Füttern sehr interessieren, aber dazu kommen wir später. Zunächst einmal nehme ich mir jetzt meine Markerroute, wandere um den See und mache mir wieder meine Notizen und versuche mir erstmal ein Bild von dem Gewässer zu machen. Ein
Einen weiteren Hinweis, wo die Fische hier im Gewässer sich aufhalten könnten, gibt mir dieses kleine Bächlein hier. Ich merke schon, wie hier richtig kühles Wasser in das Gewässer sprudelt. Und das ist bei so einem kleinen Gewässer, was sich im Sommer sehr schnell erwärmt und damit an Sauerstoff auch verliert, ein richtig wertvoller Hinweis. Nämlich die Fische brauchen den Sauerstoff, ist ja logisch, und freuen sich natürlich auch über etwas kühleres Wasser. Und deswegen bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass ich meinen Spot auf jeden Fall in der Nähe dieses Einlaufs anlegen werde. Und auch einen dritten Hinweis habe ich bekommen, warum vielleicht diese Bucht genau die richtige sein sollte, wo ich meinen Futterplatz anlege. Ich habe nämlich beim Ausloten hier gerade gesehen, dass die ganze Zeit in der Mitte der Bucht, wo ich eigentlich sowieso meinen Spot anlegen will, Gründelblasen aufsteigen. Jetzt ist es so, bei Gründelblasen muss man vorsichtig sein. Das kann natürlich auch sein, dass das Faulschlamm ist. Ich begreife es jetzt erstmal natürlich als Hinweis auf Fische, die fressen und dabei den Grund aufwühlen. Ob das so ist, wird sich zeigen. Das muss man dann auch beobachten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, hier werde ich eine Route ablegen in der Bucht. Und da hinten ist mein letztes und viertes Indiz, warum ich lieber da hinten angeln werde. Nämlich an dem Ende von dem See ist eine Badestelle mit lauten, lärmenden Kindern. Das mögen Karpfen natürlich überhaupt nicht. Die haben lieber ihre Ruhe, seichtes Gewässer. Ich habe zwar hier von der Stelle eine interessante Struktur, einen Berg unter Wasser gefunden. Da geht es einen halben Meter höher oder einen Meter. Aber die Kinder da hinten, die verhageln mir das. Und ich will auch ein bisschen meine Ruhe haben. Deswegen werde ich in die Richtung gehen und da meinen Futterplatz jetzt anlegen. Ich werde jetzt so füttern, dass ich mit meinen Partikeln auch wieder einen großen Teppich natürlich anlege, hier in der Mitte der Bucht. Aber ich werde mich insofern unterscheiden von dem anderen Gewässer, dass ich mit den Boilies sozusagen sternförmig um die Futterstelle herumfüttern werde. Das mache ich mit dem Wurfrohr. Da werde ich sozusagen aus der ganzen Bucht die Fische, die irgendwie rumschwimmen, will ich sozusagen mit Futterspuren zu meinem Futterplatz locken und sie so auf einem bestimmten Spot konditionieren. Irgendwann hat alle Vorbereitungen auch mal ein Ende. Das ist jetzt soweit. Ich habe jetzt eine Woche lang gefüttert, jeden zweiten Tag. Also war viermal an beiden Seen. Hab Mais und Boilies draufgegeben. Hab auch immer die Futterstellen kontrolliert. Jedenfalls hier in dem See, weil der so klar ist. Und hab gesehen, alles ist weg. Das heißt, sind beste Voraussetzungen. Jetzt bin ich hier zum Fischefangen. Ich löse jetzt das dritte F ein, hoffentlich. Jetzt wird das Lager aufgebaut, dann bringe ich die Ruten raus und dann wird erstmal relaxed. Scharf. Jetzt heißt es abwarten. Ja.
Der erste Fisch. Naja. Fisch ist Fisch, ne? Aus dem Schneider bin ich auf jeden Fall schon mal. Der Tag verlief jetzt folgendermaßen. Ab und zu gab es mal einen Zupfer, immer nur einmal Piep. Das eine Mal war es halt ein bisschen zwei, dreimal Piep, dann habe ich angehauen, hatte den Brassen. Also die Brassen haben auf jeden Fall meine Stellen eingenommen. Und ich ahne so ein bisschen Schreckliches, und zwar, dass, dass die Brassen die Stellen leer gefressen haben, bevor die Karpfen, die bei den ganzen Futteraktionen hier jemals zu Gesicht bekommen haben. Ich hau mich jetzt erstmal gleich hin und hoffe, dass es nicht eine allzu ruhige Nacht wird, Leute. Die Nacht war mehr als tote Hose. Ich konnte gut durchschlafen, ab und zu gab es mal einen Piepser, aber ich glaube, das waren die Fledermäuse, die gegen die Schnur geschwommen sind. Das nervt mich ganz schön, aber es macht ja auch den Reiz des Karpfenangels irgendwie aus, ne? Dass es nicht so leicht ist. Und irgendwie reizt mich das jetzt auch, dieses Gewässer nochmal irgendwann zu besuchen und hier meinen Karpfen zu fangen. Aber auf jeden Fall nicht mehr jetzt. Also, ich habe ja die Routen zwar noch draußen, aber ich frühstücke jetzt, pack die Sachen und dann fahre ich zum anderen Gewässer, baue da wieder auf, versuche da einfach mein Glück. Ich denke nicht, dass hier noch was geht. Dazu sind die Zeichen einfach zu schlecht. Wie gesagt, ich esse jetzt erstmal, wird zusammengepackt und dann sehen wir uns an der neuen Stelle wieder. Hammer. Beim Zusammenpacken, ich war gerade noch mal die Stelle da hinten abtauchen, um die Bleie einzusammeln, die ich verloren hatte. Ah, da höre ich das Piepen, muss schnell zurückschwimmen. Deswegen konnte ich die Kamera auch nicht rechtzeitig anmachen, ich musste gleich an die Route ran. Ist noch mal einer, doch nur mal einer raufgegangen. Kein Riese, aber ein wunderschöner Fisch und der macht mich so glücklich, Leute. Dieser eine Fisch. Und der ist so aggro. Der hat mich beim Abhaken, hat er mich sogar noch nach mir geschnappt. Ihr könnt ihr einen ersten Blick auf ihn werfen. Oh, ist das geil. Der wird jetzt erstmal gewogen. Vermessen. Oh, geil. Ich habe jetzt hier meinen Fisch gefangen. Damit würde ich sagen, Mission complete. Ich packe jetzt meine Sachen und fahre zum anderen Gewässer. So, nach kurzem Ritt sind wir im neuen Gewässer angekommen. Ich bin gespannt, was hier für Überraschungen auf mich warten. Nachdem jetzt das Lager aufgebaut ist und die Routen rausgebracht sind, will ich noch auf zwei, drei Besonderheiten eingehen, wie ich hier fische bzw. was ich mir dabei gedacht habe. Zum einen habe ich ja eingangs schon erwähnt, ist dieses Gewässer geradezu verseucht mit Totholz. Das freut natürlich die Fische und ärgert den Angler. Ich habe beschlossen, darauf so zu reagieren, dass ich hier einfach ein hartes Brett fahre. Ich habe hier dicke, geflochtene Schnur drauf und habe ca. 15 Meter 55er Schlagschnur vorgeschaltet. Des Weiteren habe ich hier den Freilauf der Rolle sehr hart eingestellt, damit mir der Karpfen nicht gleich so schnell abhauen kann bzw. sich erstmal verausgaben muss, weil ich hier einen kleinen Weg zur Route habe. Und das bringt mich auch zum letzten Punkt. Den benutze ich sonst nicht. Das ist mein Funk für die Bissanzeiger, damit ich, wenn ich im Zelt liege heute Nacht,
sofort mitbekomme, wenn irgendwas los ist. Jetzt ist alle Pulle eingestellt. Ich will sofort aufspringen und sofort an den Routen sein, wenn was abgeht. Das, was ich befürchtet habe, erst der Karpfen und der hat sich gleich ins Holz gesetzt. Jetzt muss ich Druck machen. Ja, der haut ordentlich gegen. Dicke Stöße. Ah, jetzt schwimmt er da genau an den Baum ran. Die wissen, was sie machen müssen. Jetzt steht er da vorne. Hier musst du schnell sein. Ich sehe ihn schon. Jetzt hängt er um den Baum. Einmal rumgeschwommen. Uiuiuiui. Jetzt versuche ich es mal andersrum. Jetzt lasse ich ihn mal locker. Vielleicht schwimmt er sich selbst wieder frei. Ja, er bewegt sich. Jetzt kann ich ihn wieder. Kann ich ihn wieder nehmen. Jetzt muss ich ihn an dem Baum vorbeikriegen. Oh! Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn im Freiwasser. Schön. Super. Hat geklappt erstmal. Will in den Baum. Also hier ein Kampf auf Biegen und Brechen. Nein. Haben wir mal weggekriegt. Schöner Spiegler. So wie es aussieht. Ja. Wir auch wieder so 7-8 Kilo haben. Aber er ist noch nicht so weit. Und jetzt ist er so weit. Da ist er. 8 Kilo hat der Gute. Der hat es hier echt nicht leicht gemacht. Schönes Tier. Der hat hier so eine komischen Schönheitsflecke hinter den Kiemen. Könnt ihr euch gleich mal angucken in Ruhe. Ich filme den nochmal ganz genau ab. Ja, das ist doch schön. Zweiter Fisch, zweites Gewässer an einem Tag. Wunderbar. Schön.
Fisch von heute Nachmittag hat auf jeden Fall gezeigt, dass hier hartes Gerät mehr als angebracht ist. Ich bin gespannt, wie es jetzt in der Nacht wird. Wenn ich jetzt einen Fisch in der Nacht drillen muss und der sich irgendwo festsetzt, wird es auf jeden Fall ein ganz schönes Stück harte Arbeit, ihn irgendwie rauszukriegen. Aber mal gucken, ich bin da zuversichtlich. Muss man ja auch sein, sonst bräuchte ich die Ruten ja gar nicht rausbringen. Das werde ich jetzt tun, die Ruten rausbringen. Und dann gucken wir, was die Nacht bringt. Durchgeschwommen. Ich konnte jetzt erstmal schön eine halbe Stunde tüdeln, deswegen ist er auch so agil, weil er jetzt eine halbe Stunde im Kescher lag. Mann, Mann, Mann. So ein kleiner Fisch kann einem den Schlaf kosten. Aber ich will mich mal nicht beschweren, ne? Ich mache das ja hier schließlich freiwillig. Spaß gemacht, der Kleine. Ab geht's ins Wasser mit dem. Ne? Da jetzt süß ist hoch. Ein Brei. Was ein Klodeckel. Auf dem heißen Nachmittag. Nicht schlecht. Wäre noch nicht der Zielfisch. Aber fängt mit dem Brassen an, hört mit dem Brassen auf. Das war's auch mal wieder, Leute. 2,5 Tage und 2 Nächte Angeln liegen hinter mir. Ich baue jetzt mein Zelt ab. Ich bin überaus zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Ich konnte in beiden Gewässern meine Fische fangen. 2 Brassen konnte ich landen, 3 Karpfen, 1 Karpfen ist mir flöten gegangen. Ich konnte gestern an einem Tag in 2 unterschiedlichen Gewässern meinen Karpfen fangen. Darüber bin ich richtig glücklich. Das ist so ein kleiner Rekord für mich. So ein persönliches Bonus. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen von dem Video, konntet ein bisschen was darüber lernen, dass es wichtig ist, die Augen und Ohren offen zu halten, sich Gedanken zu machen einfach, was das Besondere an den Gewässern ist, an denen ihr angeln wollt. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg bei euren Angelunternehmungen. Petri Heil, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.